Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4 und im Harbor Grand Hotel. Warum kann ich mir das nicht merken? Im Harbor Grand Hotel, wo wir in der letzten Folge den Schutzraum hinter dem Bücherregal gefunden haben, in dem Captain Wabash, meine ich, hieß er, und wahrscheinlich seine Frau Franny ein blutiges Ende gefunden haben. Und wir haben dort die Informationen gefunden, dass der Startschlüssel für die Atomraketen der Democracy des U-Boots im Nucleus sich auf einem anderen Boot, auf einem kleinen Boot befindet, und zwar bei den Docks von Fringe Cove. Ja, nun hatte ich überlegt, dort direkt hinzureisen. Den Ort haben wir praktischerweise auch schon entdeckt und sind schon dort gewesen. Das heißt, ich könnte dort direkt hinreisen. Allerdings ist mir eingefallen, dass wir auf dem Weg hierher noch eine Treppe hatten. Genau, hier vorne. Es geht nämlich noch eine Etage weiter höher. Und ich dachte eigentlich schon, das ganze Hotel bestünde nur aus dem Bereich hier, beziehungsweise dass man in alle anderen Bereiche nicht mehr reinkommt. Aber hier gibt es tatsächlich noch eine Treppe und man muss ja theoretisch auch irgendwie aufs Dach gelangen können, wo wir von außen ja die ganzen Supermutanten hatten. Und von daher habe ich mich dann entschieden, dass ich mich gerne noch weiter im Hotel hier umsehen würde. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir schauen mal nach hier oben. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier auch noch weitere Supermutanten haben werden. Was habe ich gerade für eine Waffe gehabt? Ah, ich habe das Dezemberkind, glaube ich, nochmal. Ich gebe dem Dezemberkind noch eine letzte Chance, mich zu überzeugen. Wobei ich nicht glaube, dass das etwas wird. Und dann werde ich die Waffe demnächst nämlich auch wieder ablegen. So, hallo. Ah, ja. Ja, Supermutanten. Alles klar. Hier sind noch welche. So, kommt der näher jetzt? Hä? Ich wollte gerade sagen, der hat mich doch bestimmt schon gesehen. Ach, komm schon. 85, treffe ich den überhaupt auf die Entfernung? Das ist doch... Die Waffe ist doch eigentlich eher für näher dran gedacht, oder? Ja, war klar. War nicht so doll. So, komm mal näher ran. Ich will nicht auf die Entfernung mit dir kämpfen. Oder ich schicke Nick Valentine ins Feld. Nick, geh ruhig. Geh schon mal gucken. Ah, der geht auch so ein bisschen in Deckung. So, auf der Seite geht es gar nicht so großartig weiter. Hier liegt nur ein Koffer. Ja, das nehmen wir mal schnell mit. Huch, und gehen wieder in Deckung. So, na dann komm. Wenn du der Einzige bist, der hier rumrennt, dann geht's ja. Solange ich nicht wieder einer ganzen Horde gegenüberstehe. So. Voll auf die 12. Na, so wirklich viel Schaden macht die Waffe nicht. Ich glaube, dass man damit eben schneller schießt als mit anderen Kampfflinten. Ich glaube, das ist eine... Alter! Ich glaube, das ist eine Kampfflinte hier. Man schießt, glaube ich, schneller. Also die hat eine höhere Feuerrate. Aber vom Schaden her überzeugt sie mich jetzt zumindest nicht so. So, Nick ist da. Okay, ich glaube, wahrscheinlich ist die Etage hier auch nicht besonders viel größer. Aber egal, wir schauen uns mal ein bisschen um noch hier im Hotel und dann können wir immer noch weiter reisen nach Fringe Cove. So, hier ist irgendwie nichts Spannendes im Moment. Ah, hier geht's nochmal weiter nach oben. Genau, wie gesagt, man muss ja irgendwie noch aufs Dach kommen. Oh, hier ist noch ein Loch in der Wand. Das Leben meines Detektivs ist nicht okay. Ah, und hier... Ah, hier ist auch ein Ausgang nach draußen. Okay, kommt man hier schon aufs Dach, oder? Ich guck mal gerade. Ich gehe hier einmal einfach durch die Tür durch, um es auszuprobieren. Jemand da? Da! Ah, okay. Ah, hallo! Hi! Das ist aber eine schöne Überraschung. Oh je. Ach du Scheiße. Nein! Oh, fuck. Klar, der muss auch direkt irgendwie mit einer Minigun hier stehen. Super Sache das. Alter. Okay. Ja, was mich nämlich gerade schon so ein bisschen irritiert hatte, ich hatte mich gewundert, dass die Tür hier nach draußen führt, weil dahinter war ja nur eine kleine Toilette und eine durchgebrochene Wand. Das heißt, im Normalfall wäre die Wand nicht durchgebrochen gewesen, wäre das also eine Toilette hinter einer Wand gewesen. Das heißt, diese Tür hier sollte eigentlich in ein Zimmer führen. War mir dann auch schon klar.
Ich wusste nur noch nicht genau, warum die Tür nach draußen führt und nicht wirklich in ein Zimmer. Und jetzt, ja, ist klar, das ist hier so weit aufgerissen, dass es draußen ist mittlerweile. Ah, okay, und hier sind wir jetzt. Jetzt schauen wir auf den Brunnen. Von da sind wir in der letzten Folge gekommen. Alles klar. So, oh, da oben sind noch welche, ja. Ja, ja, ich komme zu euch, komme ich später noch. Hellbrauner Anzug, den brauche ich nicht. Das hier nehme ich mit. Das lasse ich alles liegen. Ja, sonst ist hier, glaube ich, auch nichts mehr. Okay, ja gut, das Zimmer ist also mittlerweile quasi draußen. Oh, hier, das nehmen wir noch mit. So, deshalb führte diese Tür nach draußen. Gut, dann gehen wir jetzt wieder nach drinnen. Also auf die zugehörige Toilette dieses Raumes. Da wollte Nick mich doch gerade noch mal kurz ein bisschen erschrecken. Ist ihm auch fast gelungen. Hau ab jetzt, aus dem Weg. So, dann weiter nach oben. Quasi die nächste Etage. Achso, und hier ist nur wieder ein Ausgang. Okay, dann kommen wir hier wahrscheinlich jetzt aufs Dach. Dürfen wir uns mit den restlichen Mutanten anlegen, die noch hier draußen rumrennen? Ja, dann bitte. Schön, jetzt steht zumindest niemand direkt mit einer Minigun vor meinem Gesicht. Das ist doch schon mal nett. So, das nehmen wir mit. Okay, und da sind die Supermutanten auch schon aufmerksam. Ja klar, wenn ich schon wieder wie so eine Reklametafel hier rumlaufe. Ah, ich laufe direkt auf ihn zu. Wow, wer hat ihn jetzt... Was? Warum ist denn der jetzt sofort... Nein, Mine! Granate! Warum ist denn der jetzt sofort gestorben? Ich habe gar nicht auf ihn geschossen. Alter, wo? 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 Ich sehe noch nicht mal... Wo? Da drüben. Und da hinten. Oh nein, das sind... Oh, das sind aber viele. Ah, verdammt. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich wollte irgendwo in Deckung gehen. Ich falle gleich runter. Ich weiß es schon. Ich weiß es schon. Ich bin mir sicher. Ah, eigentlich müsste ich erstmal den da drüben. Alter. Nicht gut. Nick, lass uns hier den erstmal erledigen. So. Auf den Kopf, bitte. Auf den Kopf. Der ist doch schon ein bisschen... Der ist doch schon... Komm. Dreh dich zurück, dreh dich zurück, dreh dich zurück. Gib mir eine größere Zahl. Weiter, weiter, weiter. Ja, 70 nehme ich. Ha! Sehr gut. So. Ahaha. Jungs. Macht doch keinen Stress. So, jetzt laufen wir ein Stück weiter vor. Deckung. Nein. Müsst ihr nicht mal nachladen? Nächste Ecke. Ich nehme nochmal hier so eine Portion Nudeln. Ne, sind gar keine Nudeln. Es sieht aus wie Nudeln. Ah ne, ist das nur ein rauchender, ein qualmender Topf. Knusprige Eichhörnchen ein bisschen waren es. Ja, komm, tu mir noch welche. Jetzt habe ich nur noch eins, das esse ich auch noch. Alles klar. Huch, was war das? Was ist denn jetzt gerade? Haben die wieder eine Granate geworfen? So, und jetzt geht's drauf zu. Und einfach mal reinballern. Ach, hier ist wieder ein Legendärer. Ja, super. Da freue ich mich ja. Komm, lass mich den mal... Lass mich den doch mal bitte anvisieren hier. So, ja, 68 nehme ich. Komm schon. Ah. So. Das war er. Jetzt haben wir noch einen weiter unten. Okay, vielleicht kommen wir zu dem auch erst später. Keine Ahnung. So, gib mir dein Zeug. Und du auch. Das lief doch eigentlich ganz gut. Kampfrüstung, linkes Bein. Plus 2 Glück. Na dann. Auch nicht schlecht. So, hier unten müsste noch irgendwo einer sein. Oder ist der wieder in einem anderen Bereich? Erreiche ich den so? Oh, guck mal, hier geht's auch rein. Hallo? Ah, dann sind wir auf dem Dachboden hier jetzt. Da kam man von innen gar nicht ran, wie es aussah. Interessant. Sind wir da eben? Nee, da sind wir auch nicht vorbeigegangen. So, dann packen wir das Zeug mal ein hier. Hallo? Oh, hier geht's... Ah, okay. Hier geht's wieder nach oben. Wo ist denn der Mutant dann jetzt noch? Ah, ich bin schon wieder überlastet. Das ist so nervtötend. So nervtötend. Wo ist denn der? Hier war doch einer... Ah, hier drüben wahrscheinlich. Der ist nämlich auf der Höhe hier irgendwo.
Hier müsste der jetzt sein. Hallo? Da ist er. Ein Vollstrecker. Nein, keine AP. Okay. Aber das hat jetzt gut funktioniert mit der Waffe. Ich weiß nicht, manchmal ist die richtig gut und manchmal nicht so sehr. Interessant. Oh, ein verbessertes Schloss. Toll. So, dann vorsichtig. Ach toll, jetzt hat es direkt funktioniert. Das auch gut. Hey, ein Bleistift. Woo! Right away. Naja. Naja. Gab schon bessere Dinge in solchen Kisten. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Hier geht's wieder nach unten. Komme ich da wieder hoch, wenn ich da jetzt einmal runterrutsche? Okay, das sah glatter aus, als es ist. Und hier sind wir jetzt tatsächlich wieder im Hotel selber drin, quasi. Obwohl es zum Außenbereich zählt. Aber in einem Bereich, in dem wir scheinbar von innen halt nicht reinkamen. Jo. Oh, schickes Bild hier. Das kenne ich so auch, glaube ich, noch gar nicht. Habe ich noch gar nicht so gesehen. Die wiederholen sich ja in der Regel immer. Also man hat ja immer eigentlich die gleichen Bilder. Aber dieses kommt mir unbekannt vor bisher. So. Da hat es gerade ein bisschen gehakt. Das war ein bisschen unschön. Treppenhaus. Einmal hier rüber schauen. Hier hakt es dauernd. Was ist denn los hier? Warum hakt das denn hier so? Ah, okay. Ah, das ist die Poolanlage. Ach so, das ist der Bereich. Ach, schau mal. Da drüben sind wir reingegangen. Da ist der Eingang. Und dann sind wir quasi durch das Hotel und da hinten jetzt irgendwo hoch und jetzt hier wieder runter. Okay, und da drüben ist der Pool. Oder da wäre der Pool, wenn es noch einen Pool gäbe. Beziehungsweise wenn da Wasser drin wäre. Da können wir gleich auch nochmal kurz vorbeischauen. So, achso, hier wäre man also auch reingekommen quasi. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Also den Teil hier habe ich irgendwie... Oder die Tür habe ich übersehen. Zigaretten. Hier haben wir nochmal Nuka-Cola. Ich dachte, hier gibt es nur Wim auf der Insel. Oder überwiegend. So, halt. War hier noch irgendwas? Da, ein Erste-Hilfe. Daddy. Was war das? Daddy? Oh. Was war das denn? Was ist das denn? Kenne ich das schon? Was ist denn Daddy? Oh. Wahrscheinlich irgendeine Droge, würde ich sagen. Sie steigert auf jeden Fall die Intelligenz um 3, die Wahrnehmung um 3 und senkt das Charisma um 2. Also wahrscheinlich irgendeine Droge. Gewicht 0,1 und Wert 50. Kenne ich das schon? Das muss wieder irgend so ein Trend, so eine Trenddroge sein, die ich noch nicht kenne. Was die Kids sich halt so spritzen. Nee, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht, ob ich sowas schon gefunden habe. Mal sehen, wenn ich das in Sanctuary einsortiere, in mein Drogenkabinett da. Mal sehen, ob ich davon schon welches hätte. Daddy-O. Witzig. Okay. So, dann schauen wir noch schnell am Poolbereich vorbei. Ach, da ist dieses krass dampfende Schiff irgendwie. Wir hatten ja jetzt im Innenbereich, glaube ich, alles gesehen, ne? Ich bin da ja einmal so komplett durchgelaufen. Also da sollte nicht mehr allzu viel sein. Da liegt halt jetzt noch jede Menge Schrott rum und so weiter. Aber, ja, wahrscheinlich nichts Spannendes. Oh, hier liegen... Sind das... Ne, das sind tatsächlich Leichen, ne? Das sind keine Schaufensterpuppen. Ne, das sind wirklich... Ah, Verkäufer. Okay. Hier drüben noch jemand. Siedler. Ah, oh, da haben die alle hier im Pool quasi... hier den Kopf weggeschossen oder was auch immer. Haben die hier im Pool zusammengetrieben und hier hingerichtet oder erschossen oder so. Da liegt auch noch jemand. Ach Mann. Aber die haben die doch irgendwo, da war doch irgendwo... Ach hier wahrscheinlich, ne? Ist das nicht das, wo die haben runterspringen lassen? Wir sind doch einmal unten an den Klippen vorbeigelaufen und haben da... Oh, eine Kiste. Und haben da die Leute... liegen sehen unten. Die haben die doch gezwungen, da runter zu springen, glaube ich. Da liegt auch noch einer. Noch ein Verkäufer. Moment, da gehe ich jetzt mal gucken. Das müsste doch da drüben sein. Ach, guck mal hier. Da hat jetzt einer gesessen und hat die hier
Da war bestimmt dieser legendäre Meister oder so, den wir da hatten. Hier war doch irgend so ein Mistviech. Ach krass, hat er hier die ganzen Leute hinrichten lassen. So, ich lass mich mal darüber hüpfen. So, und dann hier drüben war das doch, oder? Das war da unter diesem Dach, meine ich. Und dann haben sie Hilfe bei der Verteidigung von Sanctuary Hills. Was? Die greifen mein Zuhause an? Mein Hauptzuhause? Mein richtiges, meine Base quasi? Na, ich helfe trotzdem nicht. Ist mir doch zu doof. Ja, und das ist tatsächlich die Stelle hier. Das haben wir von unten schon gesehen. Und da unten liegen nämlich auch, da auf den Felsen zum Beispiel, da liegt jemand, da liegen auch Leichen, die man gezwungen hat, hier runterzuspringen, scheinbar. Ja, krass. Unschön, sehr unschön. Oh, was ist das für eine Insel da drüben? War ich da schon? Da steht auch ein Gebäude drauf. Nicht, dass ich mich jetzt ablenken lassen würde. Ah, okay, da war ich noch gar nicht. Cranberry Island. Ah, da ist auch noch was. Ja, da werde ich auch irgendwann noch hingehen, aber nicht jetzt. Ich lasse mich jetzt nicht ablenken. Unser nächster Stop wird Fringe Cove sein. Aber schön zu wissen, dass da drüben noch was ist, das ich noch nicht entdeckt habe. Ne, hier ist ja einiges noch, was ich noch nicht entdeckt habe. Da gab es ja noch hier diese Bowlingbahn und dann irgendwie ein Flugzeug noch und so weiter. Ich weiß nicht, ob das auch ein abgestürztes Flugzeug ist oder irgendwie ein Flugplatz oder sowas. Aber wir haben noch viele, viele Orte hier, die wir nicht entdeckt haben. Und die ich mir definitiv noch anschauen werde, wenn uns nicht sowieso eine Quest dorthin führt. Ja, aber das Grand Hotel haben wir jetzt, glaube ich, erstmal. Hier müssten wir eigentlich jetzt alles Spannende gesehen haben. Und von daher könnten wir weiterziehen in Richtung Fringe Cove, würde ich mal sagen. So, jetzt habe ich allerdings wieder Überlastung am Arsch. Hätte ich fast gesagt. Nein, ich bin wieder überlastet. Ich hatte drinnen schon schön mir eine Kiste gesucht, wo ich ein bisschen was reingepackt habe. Und ich überlege gerade... Ich hoffe nicht, dass mich jetzt hier nochmal irgendwie so ein Viech anspringt. Nee, sieht nicht so aus. Kein Einsiedlerkrebs in diesem Bus. Aber da liegt jemand drin. Aber ich glaube, da komme ich nicht dran. Ich denke mal, der hat auch nichts Spannendes. Obwohl, das sind so Flaschen hier in dem... Nee, ich will da dran. Ich will an die Flaschen. Ja, ich glaube nicht, dass ich da dran komme. Das ist ja biestisch hier. Das ist ja Zänkerei. Mir sowas vor die Nase zu legen und dann komme ich da nicht dran. So, hier müsste noch... Na... Mein Gott, hier müsste noch ein Eingang sein. Und dann wollte ich das Zeug noch in die Kiste packen. Zu dem restlichen Zeug. Ach, weißt du was, bis ich da hingelaufen bin? Nee, komm. Scheiß der Hund drauf. Wir reisen nach Fringe Cove. Dann suche ich mir da irgendwie schnell eine Kiste. Wo war das? Hier unten. Dann suche ich mir da irgendwie schnell eine Kiste, wo ich was ablege. Beziehungsweise ich kann auch Nick fragen. Komm, hier, Nick. Nick, schlepp den Schrott. Ich bin ganz... Ja, schlepp den Schrott, mein Freund. Dafür habe ich dich doch dabei. Warum mache ich denn hier so ein Geschisse da drum? Ich gebe das einfach meinem Synth-Lakaien. Meinem Diener hier. Daddy-O, kann er sich spritzen? Nee, das gebe ich ihm nicht. Hier irgendwelche Waffen, die er... Nee, Waffen gebe ich denen eigentlich auch nie. Den Begleitern, die kriegen immer irgendwelche Outfits. Wenn ihnen was gefällt, können sie das anziehen. Und halt Schrott. So, ich trage immer noch zu viel, dann muss ich ihm doch Waffen geben. Na gut. Wenn es sein muss, dann bekommst du die Waffen, die ich so eingesammelt habe. Hier die Minigun zum Beispiel. Warum schleppt man auch sowas mit? So, Granaten. Ach guck mal, die habe ich sogar ausgerüstet. Gut zu wissen. Ha. So, hier Sturmgewehr. Ah, das kann er nicht mehr tragen. Okay, oh. Alles gut. Aber ich kann mich wieder bewegen. Ja, perfekt. Warum mache ich es denn so kompliziert? Ich habe doch meinen Lakaien hier. Alles klar, gut. Dann reisen wir rüber nach Fringe Cove und schauen uns da noch ein paar Minuten um. In der Hoffnung, auf nicht allzu große Gegenwehr zu stoßen und den Startschlüssel für die Raketen zu finden. So schnell wie möglich. So, wir müssen quasi das Boot des Captains finden. Oh, da unten ist was. Ah, ein Angler. Ein ganz normaler Angler. Ach, komm. So, aber wo ist denn das? Habe ich das überhaupt? Ich habe keine Markierung. Doch, ich habe eine Markierung. Ach nein, ist das in dem gesunkenen Boot da vorne? Oder ist das dieses hier? Okay, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es gab doch weiter vorne, vor der Küste, da vorne irgendwo, gab es doch ein gesunkenes Boot. Okay, irgendetwas hat mich entdeckt.
Ja, hier war ich schon mal, deswegen ist hier nichts mehr zu holen. Wo ist denn die Markierung jetzt? Auf der Karte ist die Markierung, aber hier jetzt gerade sehe ich sie nicht. Schräg hinter mir. Schräg rechts hinter mir. Müsste das dann nicht hier sein? Das scheint ja das Boot des Captains zu sein. Da in dem Schuppen? Nee. Ich habe hier witzigerweise auf dem Radar keine Markierung. Hier habe ich die Markierung. Jetzt ist es links neben mir. Okay, ich schaue mal da in diesen Schuppen rein vielleicht. Während Nick wahrscheinlich mit irgendetwas kämpft gerade. Was auch immer. Da ist aber kein Boot drin. Nee, da, oh, da unten ist Nick zumindest gerade. Und kämpft mit dem Angler. Helfe ich ihm jetzt? Ach, hat er sich selbst eingebrockt. So, irgendein Boot. Der hatte doch gesagt, ich hab das Boot fertig gemacht, falls wir es brauchen. Aber das nächstgelegene Boot an der Markierung ist dieses hier. Hey! Ich brauche das noch! Spinner! Spinner! Vielleicht komme ich da... Nach da oben komme ich vielleicht noch. Warte mal. Habe ich das übersehen? Ach, guck mal hier. Da muss ich jetzt... Muss ich hier jetzt hochbalancieren, tatsächlich. Alter. Und das noch unter Beschuss. So, hey! Nick, mach das doch mal. Ach, guck mal, hier oben kann man hin. Holzkiste. Ach, hier war ich auch schon mal. Sieh an, sonst wäre die Kiste nämlich wahrscheinlich nicht leer, oder? Aber hier ist nichts. Ach, was soll ich denn jetzt wieder finden? Was muss ich jetzt wieder finden, was ich nicht sehe? Ah, hier ist die Markierung. Jetzt immer noch links neben mir. Aber hier ist, da ist doch nichts. Da vorne ist nur ein Angler. Da muss ich wirklich da ins Wasser? Ins Wasser. Wasser ist doof. Aber Moment, ich mach nochmal... Ich gehe nochmal gerade hier... Der Segen des Vergessens. Beschafft den Code für den Todmannschalter? Ne, den meine ich ja nicht. Das hier, beschafft den Startschlüssel. So, wenn ich nochmal aus- und wieder einschalte... Auch dann sehe ich hier auf dem Radar die Markierung nicht. Sehr dämlich. Also hier jetzt gerade im Bild habe ich keine Markierung. Nur auf der Karte im Pip-Boy. Das ist ein bisschen doof. So, hier ist nichts, wie ich sehe. Ja, da muss ich wahrscheinlich wirklich ins Wasser hüpfen oder so. Keine Ahnung. Jetzt habe ich dummerweise den Taucheranzug wieder nicht mehr dabei. Ich hatte ja schön von der... Ich weiß gar nicht was. Entweder von der Seefahrerin oder von Avery hatte ich den diesen Taucheranzug bekommen. Der mir Unterwasseratmung und Strahlenschutz bringt unter Wasser. Aber den habe ich jetzt, glaube ich, nicht dabei. Weil ich dachte, im Moment musste eh nicht tauchen. Kannst du dir das auch sparen? Ja. Pustekuchen, dachte ich mir. Falsch gedacht. So, die nerven ein bisschen, aber das wird jetzt zu lange dauern, die zu bekämpfen. Ich springe einfach mal ins Wasser. Komm. So, ist hier irgendwo ein Boot? Hallo? Boot? Boot? Kein Boot? Kein Boot? Kein Boot? Oh, doch, hier ist ein... Oh, hier ist ein Boot. Ich schwimme über einem Boot. Tatsächlich. Hier ist eins. Ah, guck mal da. Aha! Safe-Kombination des Schiffs. Und die kannten wir von dem Holoband im Hotelzimmer. Das heißt, von dem Sicherheitsband, wo wir das Gespräch der beiden gehört haben. Da hat er ihr das nämlich gesagt. Und hier ist der Startschlüssel. Ach, guck mal, das ist tatsächlich ein Startschlüssel. Also wirklich etwas zum Anfassen. Ich dachte, das sei auch irgendwie ein Code quasi. Aber es ist tatsächlich ein Schlüssel, tatsächlich für einen Mechanismus. Das ist ja krass. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich dachte, das sei auch irgendwie ein ellenlanger Zahlencode irgendwie, den wir hier jetzt finden. Aber es ist tatsächlich physisch zum Anfassen ein Schlüssel. Gut, dann haben wir den jetzt. Da ist er. Damit können wir die Atomraketen der Democracy scharf schalten und benutzen. Oha. Das gibt uns natürlich einiges an Macht. So, und des Weiteren Haarklammerbox, Stimpaks. Oh Gott, was haben wir jetzt? Rede mit Dima. Benutze den Startschlüssel. Optional, sprich was? Oh mein Gott. Ich habe ganz viele neue Ziele dazu bekommen. Die hoffentlich alle optional sind, denn ich will ihn gar nicht benutzen. Wofür soll ich ihn benutzen? Ich habe schon darüber nachgedacht, warum ich ihn überhaupt suche. Denn wenn ich ihn gar nicht benutzen möchte, ich möchte ja weder eigentlich... Verhaber angreifen, noch möchte ich die Kinder des Atoms in die Luft jagen. Also wäre es eigentlich ja das Sicherste gewesen, ihn einfach hier zu lassen, wo er ist. Aber
Die Kinder des Atoms waren ja auch auf der Suche nach den Informationen. Beziehungsweise wir haben ja gehört, wie dieser Beichtvater Tactus bei unserem ersten Besuch, der hat ja gesagt, wir holen uns die Informationen aus dem Terminal. Wir holen uns die Erinnerungen dieses Synths, glaube ich. Also das war auch deren Ziel. So, und ich nehme mal an, oder das war meine Erklärung dafür, dass ich das jetzt suche, ist im Prinzip, damit die es nicht finden. Wenn ich es einfach dort lassen würde, wenn ich es einfach dort lassen würde, wo es war, dann bestünde die Möglichkeit, dass die Kinder des Atoms es früher oder später selber finden. Und das wäre halt, sehr gefährlich. Und deshalb, nach dem Prinzip, ist es besser in meinen Händen als in deren Händen, ist das eine gute Erklärung dafür, warum ich das überhaupt suche. So, wobei ich natürlich auch einfach, keine Ahnung, dass... Also die letztliche Information hier, dass es sich auf diesem Boot befindet und die Safe-Kombination des Schiffs da, die haben wir von diesem Holoband aus diesem Schutzraum. Und theoretisch hätte man einfach das auch mitnehmen können und den Schlüssel immer noch hier lassen. Ich glaube nicht, dass den jemand durch Zufall gefunden hätte. Aber gut, jetzt haben wir ihn uns geholt. Die Frage ist nur, was machen wir damit, wenn wir überhaupt was damit machen? Ah, dieses dämliche Viech, ey. Nun gut. Fragen über Fragen, vor allem moralischer Art. Hey! Die schießen immer noch. Kann ich mal irgendwo in Deckung gehen hier? Da hoch vielleicht oder so. Einfach weg. Na gut, ich glaube, hier stehe ich auch. Na, da stehe ich auch nicht sicher, aber... Ach, gehen wir mal ein Stück hier rüber, damit die mich nicht mehr nerven. Ja, wir sind sowieso eigentlich so gut wie durch. Ich wollte eigentlich nur noch gerade... Nicht, dass die jetzt hier unten hochkommen von dort. Ach, da steht schon wieder... Ist das wieder hier der... Eine Todesklaue. Meyerlurk-Todesklaue. Ja, super. Das ist ein ganz toller Ort hier. So, komm, ich gehe mal ein Stück hier raus, damit mich nichts mehr tötet. Hoffentlich. So, was ich noch ganz schnell machen wollte, war mir diese neuen Ziele anzuschauen. So, jetzt haben wir hier das Land reinigen. Optional. Sprich mit dem Hohen Beichtvater über den Startschlüssel für die Atomraketen. Hm. Ist das jetzt so eine Sache, bei der ich hingehe und ihm sage, hey, ich hab das Ding? Oder bei dem ich einfach nur mit ihm drüber rede, so nach dem Motto, hey, gibt's da einen Startschlüssel? Wenn ja, was würdest du davon halten? Tara, Tari, keine Ahnung. Aber meistens verrät man dann immer schon zu viel, wenn man das macht. Ich weiß ja nicht. Ja, und dann haben wir halt... Das war falsch. Und dann rede mit Dima über den Startschlüssel. Das könnte ich natürlich machen. Oder benutze den Startschlüssel, um den Nukleus zu zerstören. Warum kann ich nur den Nukleus zerstören? Warum kann ich nicht Fahaber zerstören? Ja gut, Fahaber habe ich ja eine andere Möglichkeit für. Also wahrscheinlich ist es tatsächlich so gedacht, wenn man den Startschlüssel benutzt, dann um den Nukleus zu zerstören. Wenn man diesen Todmann-Schalter benutzt, um die Turbinen abzuschalten, dann zerstört man ja Fahaber. Also man hat nicht zwei verschiedene Möglichkeiten, Fahaber zu zerstören, sondern da ist es die Sache mit der Turbine, die halt diese Generatoren da antreibt, diese Nebelkondensatoren, genau, die Nebelkondensatoren, die dort angetrieben werden. Wenn man die abschaltet, sodass die Kondensatoren eben abgeschaltet werden, dann sind die Fahaber-Bewohner dem Nebel und den Kreaturen des Nebels ausgeliefert. Das ist die Möglichkeit, Fahaber zu zerstören. Und wenn man aber den Startschlüssel hier benutzt und das U-Boot scharf macht als Waffe, dann kann man den Nukleus zerstören. Ja, eigentlich möchte ich beides nicht. Aber schauen wir mal. Ich werde wahrscheinlich am ehesten am Ende mit Dima über alles sprechen. Aber wahrscheinlich werde ich vorher erst noch zusehen, dass ich die anderen Sachen finde. Sprich, hier oben, was gab's da? Genau, hier gibt's den Code für den Todmann-Schalter. Da würde ich also wahrscheinlich als nächstes hingehen. Und dann am Ende einmal quasi hier nach Arcadia und mit Dima über alles sprechen, was ich so rausgefunden habe. Achso, und ich muss nochmal hier... Ich muss nochmal zu Wimpop zurück und mich da umschauen. Irgendwas gibt's hier noch. Ich soll Dimas Geheimnis in Erfahrung bringen. Vielleicht mache ich... Ich weiß nicht, vielleicht kann ich auch nochmal mit diesem Kai sprechen. Vielleicht jetzt, wo ich den Startschlüssel habe und wenn ich dann das Ding hier habe... Vielleicht hat dann Kai nochmal weitere Informationen für uns, spricht nochmal mit uns oder ich kann ihm konkret eine Frage stellen. Aber als ich das letzte Mal dort war, konnte ich mit ihm nicht mehr sprechen. Also ich weiß noch nicht so genau, was diese Sache hier, was es damit auf sich hat. Denn ich war ja jetzt schon noch zweimal da und habe beide Male nichts gefunden
konnte mit Kai nicht sprechen. Und ja, keine Ahnung. Aber irgendwas scheint es da noch zu geben. Wir sollen Dimas Geheimnis in Erfahrung bringen. Was auch immer das ist. Ja, keine Ahnung. Aber nach wie vor viel zu tun. Und wie gesagt, als nächstes werde ich wahrscheinlich mich auf den Weg nach hier oben machen. Das heißt, nach Raybury Point reisen und dann den Code für den Totenmannschalter des Windparks suchen. Das wäre also die Idee für die nächste Folge. Gut, nichtsdestotrotz war es das für heute. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage Tschüss, macht's gut und bis dann.